Kunst. Wieso sollte Kunst schwierig sein? Kunst ist doch die Gegenwelt. Kunst zu machen ist so leicht. Kunst ist so leicht. Geht so leicht von der Hand. Man muss sie nur lieben. Man muss die Evolution und die Zukunft lieben. Dann geht alles ganz leicht von der Hand. Erzböhne, kichert Danny Wagner. Kunst zu machen, also einfach. Politiksüchtig zu sein, das ist schwierig. Jonathan Mese möchte nicht mehr gestört werden von irgendwelchen Leuten, die meinen, Jonathan Mese müsste ihnen irgendwas abgeben. Oder er hätte noch eine andere Verpflichtung als Kunst zu machen. Spielt in euren eigenen Ateliers. Schickt mir gar nichts mehr. Hier ist das Hauptquartier Kunst, das ist menschenfrei. Hier geht es darum, den totalen Parsifal zu bringen. Darum geht's. Das hier ist der Totalsparsival. Den muss man erstmal bringen. Den Totalsparsival zu bringen ist ganz leicht, wenn man nicht gestört wird. Weil hier im Hauptquartier Kunst hermetisiert sich Mese. Und ich will keine Mitspieler haben. Bei mir ist alles sonnenklar. Es geht um Kunst fertig. Ihr habt alle nach Hause zu gehen und euch selbst zu entmachten. Jeden Tag aufs Neue. Geht nach Hause und entmachtet euch. Entmachtet euch einfach. Geht nach Hause und entpolitisiert. Entreligiosiert euch. Ich bin nicht euer Guru. Ihr müsst mir nicht hinterherlaufen. Ihr müsst mich auch nicht hassen. Ja? Ignoriert mich, wenn ihr ideologisch seid. Aber lasst mich in Ruhe arbeiten. Spielen und arbeiten. Mit Liebe und Demut. Das tun, was notwendig ist, das ist Kunst. Boom, Bedeutung, Wichtigkeit, interessiert mir alles nicht. Ich werde langsam sauer. Das ist kein Mitmachtheaterkunst. Ja. Die Forderung nach Kunstherrschaft, dass die Kunst uns beherrscht, radikalst und totalst, das ist das Größte, was man von sich und der Welt und allem abverlangen kann. Und das ist auch das Einfachste. Es gibt einen Druck und da kommt irgendwas. Das, was da kommt, das bezeugt die Zukunft. Das ist die Zukunft. Das da. Das brauche ich nicht kreativ zu betreuen. Das muss ich nicht vermitteln. Diesen Fleck brauche ich nicht zu beschreiben als besonders passend oder richtig. Der ist notwendig. Der ist geeignet. Fertig. Dieser Fleck ist nicht kreativ entstanden, sondern instinktiv. Aus dem Druckverhältnis. Wie ein Vulkanausbruch. Aber im kleinsten Stil. Warum nicht? Ja, das habe ich nicht gelernt. Ja, jeder kann eine Tube ausdrücken. Ja, und das ist eine Kunst, fertig. Was soll es sonst sein? Es wird dann immer behauptet, Jonathan, du bist ein Diktator, weil du gibst nur einen Weg vor. Nein, nicht ich gebe den Weg vor. Die Kunst gibt den Weg vor. Und der ist tatsächlich nur eingleisig. Dieser Weg ist bezeichnet, gekennzeichnet, diesen Weg kann man nicht verlassen. Es gibt keinen Nebenweg. In der Kunst gibt es keinen Umweg. Es gibt nur einen Weg. Entweder den verlässt du, dann bist du außerhalb der Kunst oder du bleibst drauf. Ja, ich rede mit vielen religionssüchtigen Leuten, die sagen, ja, aber es gibt doch so viel. Es gibt, ja, natürlich. In der Religion gibt es auch so viel. Du kannst eben ständig entscheiden. Das ist eben nicht der Druck der Verhältnisse, sondern du kannst hier wählen. Ja? Aber Kunst ist immer die Unwählbarkeit. In der Religion kannst du ja jede Religion wählen. Du kannst ja springen von einer Religion zur anderen. In der Kunst geht das nun mal nicht. Du kannst eben nur Kunst machen oder eben nicht. Ja? Und das ist nicht arrogant oder nicht überheblich, sondern die Kunst setzt mich, Mese, auf den Weg Kunst und ich habe diesen Weg der Kunst nicht zu verlassen. Fertig. Ja? Und wenn ich ihn verlasse, werde ich bestraft von der Kunst. Und das ist auch richtig so. Ja? Aber ich muss diesen Weg ja nicht verlassen. Nur, es gibt nur einen Weg in der Kunst. Es ist Diktatur der Kunst. Es gibt keinen anderen. Gibt gar keinen anderen. Gibt keinen. Gibt keinen. Was du lernen kannst in der Kunst ist, dass du die Kunst lieben musst. Das kannst du lernen. Ich will in Ruhe der Kunst lieben und die geilsten Bilder der Welt malen. Das Bild ist schon jetzt das geilste Bild der Welt. Ist das nicht unfassbar?
So schnell geht das. Ja? Ich kann es gar nicht mehr versauen. Ich kann es nur noch signieren. Obwohl man das auch nicht tun muss. Aber man macht es aus Spiel, aus dem Spiel heraus. Das ist das totalste Bühnenbild der Diktatur der Kunst, Parsifal. Was fehlt denn noch? Gar nichts. Nix. Fehlt nichts mehr. Ist fertig. Basta. Kunst ist entstanden. Ist das elitär? Nee. Ist das Verarschen? Nein. Es ist einfach nur Herrschaft der Kunst. Ja, ein Mensch hat an Politik zu leiden und an Religion zu leiden und an Spiritualität zu leiden und an Esoterik zu leiden. Und an Ich-Versaltheit zu leiden und Zynismus, aber doch nicht an Kunst. Das ist jetzt schon mein Lieblingsbild. So schnell geht das. Später noch ein bisschen Caparol drüber. Fertig ist die Laube. Lieblingsbild. Das hänge ich mir zu Hause auf. Das ist ja wohl klar. Das ist ja wohl der absolute Knaller, das Ding hier. Wahnsinn! Ich lieb's jetzt schon! Einfach so! Aus der Tube raus! Ja, und dann wird gesagt, das sei so teuer! Ja, bist du nicht teuer? So eine Tube hier! Kann doch jeder! Hier! Leinwand! Bist du nicht teuer? Ja? Oh! Wird immer so gesumpst gemacht! Oh, das sei alles so schwierig! Oh! Ja, und man, nee, das ist so leicht! Das stell ich mir mal auf. Das ist ja wohl der Knaller, das Ding. Wer bringt denn sowas? Das ist so einfach. Hier noch ein bisschen Caparol drauf. Fertig ist die Laube. Aber jetzt wird's Zeit. Jetzt wird wieder frei aufgespielt. Ihr werdet euch noch wundern, wie schnell und ratzfatz die Dinge sich ändern können von heute auf morgen. Ich freue mich so dermaßen drauf, wenn die Diktatur der Kunst greift. In der Kunst dient man nur der KUNST, indem man stranzt, zu Hause marschiert in die Zukunft. Gerade stehen, ausrichten lassen von der Diktatur der Kunst. Gerade Spielraum bilden, Spielraum und einfach ab nach vorne marschieren. Und nebenbei macht ihr die geilsten Bilder. Das ist doch jetzt schon Marschbefehl. Da steht doch schon alles. Kunst marschiert! Versagt nicht! Ende der Durchsage! Zu allem liebevollsten ein Danke zu sagen, was nicht Kunst ist. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Ganz liebevollst. Nein, danke. Nein, will ich nicht. Nein, danke. Danke. Politik, nein, danke. Nein. Und so weiter. Kunst ist das totalste Ausschlussverfahren. Ist das nicht geil? Die Weltenformel KUNST. Die Weltformel KUNST ist Evolution, also ewige Zukunft. Mese, also M-E-E-S-E, erkennt die Weltformel K-U-N-S-T radikalst an. M-E-E-S-E ist der Radikalsdenker, also der Erzeuger des ultraradikalsten Regierungssystems, Diktatur der Kunst, K-U-N-S-T. Die Diktatur der Kunst, also die Regierungsform der KUNST, ist das einzige Weltunsystem der Zukunft. Mese empfindet die tiefste Hingabe zur Zukunft. Also entnostalgisiert euch. Dann herrscht Radikalszukunft KUNST. Mese hat die hemmungsloseste Sehnsucht nach Kunstherrschaft. Mese träumt tagtäglich von der Herrschaft der Kunst. Mese ist die Verkörperung des Erzmutes. Kunstkampf. Kampf. Diktatur der Kunst. Machtschenkung Kunst. Versagt.
nicht die Führung. Kunst ist unwählbarste Macht. Kauen ist Leben. Ideologisch Partei zu ergreifen ist nie Kunst. Kunst entparteilicht alles. Kunst ist keine Partei. Kunst ist keine Parteizugehörigkeit. Kunst ist keine Parteiwahl und kein parteipolitischer Formfleischmenschenbrei. Mese gehört dem nullideologischsten Ein-Mann-Freikorps KUNST an. Ein-Mann-Freikorps KUNST. Der Ein-Mann-Freikorps ist Kunst. Und Jonathan Mese gehört nur dem nullideologischsten Ein-Mann-Freikorps KUNST an. Kunst ist keinerlei Straßenkampf, kein Kulturkampf und kein Klassenkampf. Kunst ist keine Gemeinde und kein Gemeinwesen. Kunst isoliert alles. Kunst ist keinerlei ideologische Vereinsmeierei. Kunst entvölkert, Kunst entmachtet, Kunst entideologisiert, Kunst entdemokratisiert. Kunst ist Grenzgebung zur Nichtkunst. Kunst toleriert, Nichtkunst nicht. Kunst entmachtet, Nichtkunst. Kunst zeigt uns die Grenze zur Nichtkunst. Und diese Grenze gilt es zu beachten. Schottet euch lieb ab von allem, was nicht Kunst ist. Das ist Kunst. Kunst ist die radikalste Abschottung von allem, was nicht Kunst ist. Kunst ist politikbefreite Herrschaft. Kunst entmachtet jede Religionspolitik. Jede Politik ist gescheitert. Jede Religion ist zukunftsunfähigst. Jede Esoterik ist Gesellschaftskitsch. Jede Spiritualität ist Ich-Versautheit. Alle politischen Systeme sind tot. Alle religiösen Systeme sind optimiertestes Mittelmaß. Pfui. Alle esoterischen Systeme sind stinkend ohnmächtigst. Und jedes spirituelle System ist leider nur ekelhafte Nabelbeschau. Alle politischen, religiösen, esoterischen oder spirituellen Ideologien und Ideologen sind banal verkümmerte Teufelskreise. Politische Parteien an die Macht zu wählen, ist langweiligste Beschäftigungstherapie. Igitt. Menschen ideologisch an die Macht zu wählen, ist Lotterie. Wer Politik, Religion, Esoterik oder Spiritualität traut, ist zukunftslos. Menschen oder Parteien politisch an die Macht zu wählen, ist Horror und gehört sich nicht. Eine ideologische freie Wahl ist Lotterie. Die Mitbestimmung, von der immer geredet wird, ich mache ein Kreuz irgendwo bei irgendeiner Partei, das ist so banal wie Lotteriespielen. Ja? Warum bezeichnet ihr es denn wenigstens nicht als Lotterie? Ihr wollt immer noch mitbestimmen, mitmachen. Ja? Selbstbestimmung, das ist doch von gestern. Macht nicht mit. Ja? Lasst euch nicht mehr ideologisch repräsentieren. Gebt eure Stimme nicht ab, weil wenn ihr sie abgibt, habt ihr keine mehr. Zur Wahl zu gehen, ideologisch, ist Horror. Und diejenigen, die das tun, sind schuldig an dem, was passiert. Und dieses miese Argument, wenn man nicht wählen gehen würde, würde das Schlimmste an die Macht kommen. Nein,
alles, was gewählt wird, ist schlimm und am schlimmsten. Es ist vollkommen egal, was dort dann an der Macht ist. Wenn es ideologisch ist, ist es immer das Schlimmste. Es gibt keine Abstufungen bei Parteien oder bei Parteiensystemen oder bei Politik, wo man sagen könnte, das eine sei etwas besser als das andere. Alles ist gleich scheiße, zukunftslos und darf nicht mehr passieren. Und wenn der Mensch nicht mehr Wahlprogrammen gehorcht und auch nicht mehr wählen geht, was denkt man denn dann, was man dann wieder für Zeit hätte, wieder mit seinen Kindern zu spielen, Respekt vor den Älteren zu haben, wieder die Kraft freizusetzen für etwas anderes, für was Neues, für die Zukunft. Wer wählen geht, behindert die Zukunft. Fertig. Und wie gesagt, das Argument, wenn man nicht wählen geht, wird das Schlimmste an die Macht kommen, ist Zynismus. Das ist zynisch. Und ein Kreuz zu machen bei einem Wahlprogramm oder bei einer politischen Partei, das als Mitbestimmung oder Mitmachen überhaupt zu deklarieren, das ist doch Zynismus. Ja, das ist so, wie wenn ich in einer Lotterie eine Zahl ankreuze und meine, ich würde mitmachen. Ja, ich mache mit bei der Lotterie. Ja, aber das als etwas Wichtiges oder Grundsätzliches, Zukünftiges darzustellen, das ist doch reiner Zynismus. Es bedeutet gar nichts. Ja, ideologisch frei wählen zu gehen, ist von gestern. Das tut man einfach nicht. Es gehört sich einfach nicht. Jede Partei ist gleich zukunftslos. Wir dürfen die Welt nicht mehr in politische, religiöse Zonen einteilen. Und Politik frei an die Macht zu wählen, das ist ja wohl das Letzte. Diktatur der Kunst und die Kunst, die Evolution und Liebe, das sind alles Dinge, die man nicht wählen kann. Sie sind elementar und sie sind auch etwas, wo ich nicht mitmachen kann, sondern wo ich gehorchen muss. Ich muss der Liebe gehorchen, dem Schlaf, ja, der Evolution, damit ich weiterkommen kann. Ihr wollt immer nur das optimierteste Mittelmaß an die Macht wählen. Und das ist das, was heute uns beherrscht, das optimierteste Mittelmaß. Das ist unwürdig. Unwürdig. Nee. Jonathan Mese wird sich niemals ideologisch repräsentieren lassen. Und er wird niemals ideologisch zur Wahl gehen. Das wäre noch schöner. Es ist wichtig, dass man das Grundsätzliche in Frage stellt. Das, was angeblich jetzt das Grundsätzliche zu sein scheint. Oder die angebliche Zukunft. Immer wieder irgendeine neue Partei. Immer wieder irgendein neues Parteisystem. Immer wieder links, immer wieder rechts. Immer wieder linksradikal, rechtsradikal. Wie lange wollen wir das noch durchspielen? Ist doch alles bis zum totalen Höhepunkt gemacht worden. Ist doch alles alter Kaffee. Ist doch alles vorbei. Und es wird einem jedes Mal wieder vorgegaukelt. Nicht? Du musst wählen gehen. Nein, das musst du eben nicht. Du musst eben nicht deine Stimme irgendeiner politischen Partei geben oder einem politischen Führer. Weil dann hast du keine mehr. Dann hast du verschissen. Mann, peil's doch endlich mal. Lotterie kann man doch nicht in dem Sinne abfeiern als Gesellschaftsfunktion oder als Gesellschaftsvorstellung. Die Gesellschaft ist eh nicht bedeutend. Ja? Es geht um das Radikalste, nämlich die Zukunft. Die braucht auch keine Gesellschaft. Die Zukunft braucht auch keine Gemeinde. Sondern die Zukunft ist ja kein Parteienstaat. Die Zukunft ist eben keine politische Partei. Peil's doch endlich mal. Befeuert doch nicht immer diese alten Teufelskreise. Wie viel Mal wollen wir denn noch sagen, dass man links sein müsste oder rechts? Wie viel Mal? Wie viele Tausende, Millionen von Leuten gibt's, die sich republikanisch empfinden oder demokratisch oder hinduistisch oder katholisch oder protestantisch? Wie viele von diesen Identifikationsfanatikern wollen wir eigentlich noch erlauben oder zulassen oder geil finden und darauf Systeme aufbauen, wie wir uns zu regieren hätten oder wie wir regiert werden müssten? Und diese mickrigen Typen, die dann irgendwie bei einer Quote von 1 zu 1 Million meinten, sie würden jetzt mitbestimmen, weil sie ein Kreuzchen gemacht haben. Toll! Und den ganzen lieben langen Tag
an dem Tag der Wahl irgendwo hingehen, sich in Reihe und Glied stellen, aber gar nicht mal so präzise, um dann irgendwo in so einer mickrigen kleinen Wahlkabine irgend so ein Kreuzchen zu machen und dann meinen, ja mal ist es CDU, mal ist es FDP, mal ist es die AfD, mal ist es die NPD, mal ist es die Grüne, mal ist es die Linke und mal die Republikaner und jetzt in Amerika und so. Das sind doch alle gleich, sie sind alle vollkommen identisch, vollkommen gleich. Diese Typen sind Abziehbilder ihrer selbst, sie sind vollkommen identisch. Und dann immer so zynisch zu behaupten, das eine sei dann schlimmer als das andere, das war lächerlich, das war lächerlich. Nichts dergleichen stimmt. Seine Zeit mit sowas zu verschwenden, das ist einfach nur Zynismus. Und diesen ganzen Typen muss man liebevollst, liebevollst die rote Karte geben und sagen, nee, ich mach nicht mehr mit. Ja, und auch nicht als Nicht-Mitmacher darfst du dich nicht organisieren. Nee. Das ist ja kein Parteienstaat. Und auch der Nichtwähler darf sich niemals organisieren. Sondern der geht nach Hause, guckt sich einen schönen Film an und macht irgendwas und denkt an die Zukunft. An eine parteilose Zukunft. Ja, genau. Hier steht's ja auch. Kunst ist keine religionspolitische Zeitrechnung. Kunst ist zeitloseste Evolutionsherrschaft. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Nie verstanden worden. Von gar niemandem bisher. Kunst ist kontextlos. Kunst braucht keinen religiösen, politischen, sozialen, esoterischen oder spirituellen Zusammenhang. Weil sie ja zeitlos ist. Ja, wenn Sie ein Bild von Van Gogh betrachten, wenn ich mir das reinziehe, weiß ich, das kommt aus der Zukunft. Das ist irgendwann mal entstanden. Aber wann ist vollkommen bedeutungslos. Wir kategorisieren es, weil wir Kategorisierungsfanatiker sind. Aber das spielt für die Sache überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine. Das Bild von Van Gogh oder von Picasso, das kommt aus der Zukunft. Ist irgendwann mal gemacht worden. Und im ewigen Kreislauf der Zukunft kommt es immer wieder nach vorne. Es wird nach vorne gespült. Es ist im Grunde genommen unendlich alt und unendlich jung zugleich. Ja? Also diese Fanatiker des Kontextes. Kunst ist vollkommen kontextlos. Ja, und ob ein religiöser, politischer Mensch diese Kunst hergestellt hat oder nicht, ist vollkommen bedeutungslos. Ja, egal, weil es geht um Kunst. Ja, Kunst überlebt jeden religionspolitischen Teufelskreis und jeden religionspolitischen Alltag. Ja, Kunst beschäftigt sich mit dem Alltag überhaupt nicht. Ja, mit Realpolitik. Realpolitik und Kunst haben nichts miteinander zu tun, überhaupt nichts. Gute oder schlechte Politik gibt es gar nicht, denn Politik ist immer schlecht. Ja, das auch mal zu begreifen. Ja, es geht nicht darum, dass irgendeine Politik besser sei als eine andere. Jede Politik ist gleich schlecht. Ja, 0,01% politisch zu sein bedeutet schon, dass du es 100% bist. Ja, es gibt nichts, wo du sagen kannst, irgendjemand ist ja nur 0,2% religiös. Entweder du bist es oder du bist es gar nicht. Ja? Und ein angeblicher Religionsfanatiker, der ist genauso fanatisch wie ein 0,1% religiöser. Ja? Das ist das Gleiche. Das sind die gleichen Abbilder, die kommen von der gleichen Münze, aus dem gleichen Topf. Und entweder man ist in dem Topf oder eben nicht. Und Jonathan Mese entscheidet sich, er ist nicht in einem politischen, religiösen, spirituellen, esoterischen oder ich versauten Topf. Ich bin nicht dabei. Ich gehöre nicht dazu. Ja, ich will gar nicht dabei sein. Ich will Selbstausgrenzung. Ich will die totale Abschottung. Ja. Keine Religion ist Weisheit. Ja, weil die Weisheit kommt aus der Zukunft. Ja, die kommt nicht aus der Vergangenheit. Nee. Ja, so weit kommt's noch. Die kommt, wenn wir die Zukunft zulassen. Wir wollen sie gar nicht wählen, die Zukunft. Wir müssen sie zulassen. Ja, und nicht immer boykottieren, indem wir politisch wählen gehen. Wir boykottieren die Zukunft, indem wir irgendeine politische Kraft an die Macht bringen. Mann, peils doch endlich! Außerdem die Höhepunkte dieser politischen Totalsmacht, die hatten wir doch schon längst! Kunst entreligiosiert alles. Nochmal, Kunst entreligiosiert alles. Politik ist kein Mittel, der Zukunft zu dienen. Religion ist immer ein Verhinderer von Zukunft. Kunst ungleich Menschenkarma. Jede politische Partei gehört sich einfach nicht. Jedes Politikgefasel muss sich von selbst verbieten. Kunst ungleich Realpolitik. Machtergreifung Kunst. Trau doch endlich mal was anderem.
als dem, was ihr immer vertraut habt. Ja? Da kommen immer so niedrige Typen und sagen, wir können uns das gar nicht vorstellen. Wie soll denn Kunst an die Macht kommen? Ja, wie ist denn Geld an die Macht gekommen? Wie ist denn Politik an die Macht gekommen? Ja, wie ist denn Religion an die Macht gekommen? Wie ist Wirtschaft an die Macht gekommen? Ja, warum sollte nicht Mode an die Macht kommen? Ja, Mode oder Spiel, warum sollte nicht Spiel an die Macht kommen? Es kommt deshalb nicht an die Macht, weil wir es immer verhindern. Ja, nur Kunst ist was viel Grundsätzlicheres als alles andere, ist eben ideologielos. Das Komische ist, dass die Menschen seit sehr, sehr, sehr langer Zeit immer nur Ideologie an die Macht bringen wollen. Warum? Weiß der Himmel? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Peil es auch nicht. Peil auf diese Leute nicht, die überall mitmachen wollen. Peil ich nicht, weder im Theater noch in der Oper. Ich will nirgends mitmachen. Ich will mein Zeug machen, abliefern, weg, nach Hause. Ich will auch nicht, dass irgendwelche Leute mich noch stören oder bei mir zu Hause mitmachen wollen. Ich will auch keine Projekte mehr haben, die mich irgendwie von der großen Sache abbringen wollen oder sollen. Nee, der große Wurf, der auch der kleinste ist, nämlich die Diktatur der Kunst wird kommen und ich diene ihr prächtig, Ausschluss vorbei. Ja? Und bitte kontaktiert mich nicht mit eurer Ich-Versautheit. Ja? Ich bin nun mal nicht mehr umzupolen. Fertig! Ist das schlimm? Ich nerve niemanden. Niemanden. Niemand muss das hier anhören. Niemand. Ich sage nur das, was Sache ist. Und ich will in Ruhe der Kunst dienen. Fertig. Ja, und ich habe Bock darauf, dass die Kunst an die Macht kommt. Das ist doch okay. Ja, was ist daran nicht in Ordnung? Das ist super. Lehn nun mal jede politische Partei gleichwertigst ab. Gleichwertigst. Das peilt kein Mensch, was ich jetzt gerade sage. Gleichwertigst. Deshalb kann mir nicht jemand am Stammtisch oder im Hinterstübchen erzählen, dass irgendeine Partei geiler wäre als eine andere. Jonathan Mese lehnt jede politische Partei gleichwertigst ab. Gleichwertigst. Genauso ist jede Religion, auch die Religion des Atheismus, gleichwertigst zukunftsunfähigst. Gleichwertigst. Ja, mit mir kann man keine Diskussion führen und sagen, irgendeine Spiritualität sei besser als eine andere. Jede Spiritualität ist gleichwertigst ich versaut. Gleichwertigst. Jede Esoterik ist abzulehnen. Ich mag sie nur auf der Bühne, nur in der Kunst, aber nicht in der Realität. Ich benutze das alles, aber nicht, weil ich esoterisch bin, sondern weil ich es benutze. Ich benutze Ideologie, um zu zeigen, wie scheiße sie ist. Fertig. Ja, und ich bin kein Systemillustrator, sondern ich zeige, dass es etwas gibt, was uns beherrschen kann, was wir nicht wählen müssen. Was dann liebevoll ein neues Zeitalter in Gang setzt, nämlich das Zeitalter der Diktatur der Kunst und der Herrscher, die versachlichteste Führung, wird KONST sein. Geil! Ist das nicht geil? Ja! Und das kann man mir nun mal nicht mehr auswählen. Mann, lasst es. Wiedersehen. Fertig, basta. Diktatur der Kunst ist das Geilste. Mann. Und dann immer zu meinen, es ginge ja alles gar nicht. Wie soll denn dann das Erziehungssystem sein? Oder was ist denn dann mit den Bürgermeistern oder den Botschaftern? Natürlich wird es Bürgermeister und Botschafter geben. Die werden aber nicht mehr linkspolitisch oder rechtspolitisch sein. Die werden nicht mehr katholisch-protestantisch sein, sondern die werden der Kunst dienen. Sie werden im Auftrag der Kunst unterwegs sein. Ja, was ist daran so schwierig? Nicht? Eine Schule, ein Kindergarten wird sich der Kunst widmen. Ja, da wird nicht mehr stehen, katholischer Kindergarten, sondern da wird Kindergarten stehen. Ja, da wird nicht mehr stehen, demokratische Armee, ja, sondern es wird eine Kunstarmee geben, ja, die der Kunst dient. Fertig. Was ist das Problem? Es wird genauso Strukturen geben, sogar noch viel härtere und radikalere als die, die wir jetzt haben. Wir leben ja im reinen Anarchismus. Das, was wir jetzt erleben hier in der Weltsekte der Demokratie, das ist ja reine Anarchie. Ich versaut heute bis zum geht nicht mehr. Keine Struktur, keine Ordnung. Ja, die Kunst ist die totale Ordnung. Lass sie mal passieren. Ja, dann wird es die geilen Generäle geben. Die sind aber liebevoll. Ja, natürlich wird es die Wehrkraft geben. Natürlich. Es wird die Abwehr geben. Es wird die Armee geben. Aber durch gespeist von Kunst. Es wird den Kunstsoldaten geben. Den Kunstgeneral. Es wird die Kunstlehrer geben. Ja, die Kunstlehrerschaft, das Kunsttum, ja, es wird im Namen der Kunst operiert, ja, es wird im Namen der Kunst
den Menschen die Heilung gebracht. Was ist daran so kompliziert? Unfälle wird es immer geben, aber es wird kein ideologisches Verbrechen mehr geben. Und das ist doch schon mal was. Ideologie gehört verboten. Jedes Verbrechen auf diesem Planeten ist ideologisch motiviert. Und das wird die Kunst verhindern, wenn sie an die Macht kommt. Weil dann wird es kein ideologisches Verbrechen mehr geben. Ende der Durchsage. So wahnsinnig schwer zu peilen ist das nicht. Man muss es nur zulassen. 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 Lass einfach die Kunstherrschaft zu. Lass sie zu. Fertig. Lass sie einfach zu. Lass sie zu. Lass sie zu. Ja? Sag mal Nein zum allem anderen. Lass es einfach mal zu, dann wird es passieren. So wahnsinnig schwierig ist es. Ja, ich weiß, warum es mich zugelassen wird. Noch nicht. Ich weiß es schon. Weil ihr alle in euren mickrigen kleinen Nestern sitzt. Und ihr habt keine Lust, eure kleinen ideologischen Nester zu verlassen. Ja. Aber das kann nicht das Schicksal sein. Das kann auch nicht das sein, was kommen wird. Das kann man auch nicht den nächsten Generationen zumuten, dass ihr in euren vollgefurzten ideologischen Nestern sitzen bleibt. Das kann es nicht sein, dass ihr euch nicht mehr bewegen wollt. So läuft es nicht. Die Kunst wird euch aus euren Nestern rausjagen. So wird es sein, nicht ich, sondern die Zukunft wird euch alle rausjagen. Muss ja nicht sein. Ihr könnt ja auch liebevoll abdanken, ja, und eure kleinen Nester verlassen. Zumindest nicht ideologisch aus euren kleinen Nestern irgendwas Großes herstellen, irgendwelche Gesetze ableiten von euren vollgepupsten, durchideologisierten Brutstätten der Zukunftslosigkeit. So läuft es nämlich nicht mehr. Was immer nur gesagt wird, weil es ist schon immer so war, machen wir es immer so weiter. Ja. Weil wir schon Generationen religiös waren, werden wir es weiter sein. Ja. Oder weil wir Generationen schon irgendwie politisch unterwegs waren, ja, werden wir es auch weiterhin sein. Nein, schneide einfach mal die Nabelschnur ab. Ja. Ja. Reiß die Brücke hinter dir weg. Marschiere mal in die Zukunft, aber präzise und radikal. Wichtig ist, seid nicht so träge. Erkennt endlich, dass das, was ihr vorher angebetet habt, alles, dass das alles gescheitert ist. Alles. Jede Politik ist gescheitert, jede Religion ist gescheitert, jede Esoterik ist gescheitert, jede Spiritualität ist gescheitert, jede Ich-Versauftheit. Ihr dürft dieses Grundübel, dieses ganze Schlimme nicht mehr hochrechnen und auf andere Menschen projizieren. Deshalb darf man das nicht mehr gutheißen und auch nicht mehr wählen. Fertig! Hier steht's auch. Los, Mensch, entpolitisiere dich endlich. Ist doch liebevoll gemeint. Ja? Ist ja auch egal, was gemeint ist. Es ist liebevoll. Meinung zählt überhaupt nicht. Meinung, das ist nicht das Thema. Ein Tier hat doch keine Meinung. Ja? Es will Zukunft. Ja? Was für eine Meinung hat ein Gegenstand? Sollen wir mal drüber nachdenken. Politik ist das Grundübel von allem. Politik ist das Grundübel von allem. Nochmal, Politik ist das Grundübel von allem. Das ist keine Chance. Ja? Es gehört sich einfach nicht, mehr politische Lösungen anzupeilen. Es gehört sich einfach nicht mehr, politische Lösungen anzupeilen. Nochmal, Politik ist das Grundübel von allem. Es gehört sich einfach nicht, mehr politische Lösungen anzupeilen. Politik versagt immer. So eine Wahnsinnsaussage. Politik versagt immer. Ja? Kann man doch mal zur Kenntnis nehmen. Etwas, was immer versagt. Warum wendet man das dann noch an? Wenn es immer versagt. Auf kurz oder lang. Politik schafft nur Verlierer. Nur. Also, Politik schafft nur Probleme. Politik ist Klotz am Bein. Politik ist ultimativ ausgereizt und führt nur noch zu Zukunftslosigkeit. Los, lieber Erzmensch, hier in der KUNST gilt Versachlichung statt Glaubensbekenntnis. Auch wieder ein wahnsinnig wichtiger Satz. Kunst ist kein Glaubensbekenntnis. Es geht hier nicht um Glauben. Ja? Es geht hier um metabolische Gewissheit und die Zukunft zuzulassen
und sich ansaugen zu lassen. Ja? Nicht dadurch, dass ich mitmache, sondern dass ich mich dem, was gewesen ist, verweigere. Versachlichung statt Glaubenssysteme. Kampf statt Glaube. Kampf statt Glaube. Entglaubt endlich. Ja? Entgottet. Ja? Entgottet. Immer wieder sagen. Entmachtet euch. Überlasst die Macht jemandem, der davon was versteht. Nämlich Kunst. Die Kunst kann mit Macht sehr gut umgehen. Die Macht der Kunst, die Kunstmacht, ist immer übrig geblieben. Politische Macht ist immer vergangen und ist schon während sie gemacht wird und praktiziert wird, Vergangenheit. Sie ist schon nostalgisch, bevor sie überhaupt auf den Tisch kommt. Ja? Kampf statt Glaube. Die Zukunft kennt keine Menschenparteien und auch keine Religion. Die Religion ist irgendwann gekommen. Sie wurde uns sozusagen vermittelt. Ja? Von irgendwelchen mickrigen Medizinmännern oder Schamanen. Ja? Das waren diese mickrigen Typen, die Macht haben wollten. Und dann haben sie irgendwelche Glaubensbekenntnisse und Glaubenssysteme geschaffen, ja? Um uns klein zu machen. Das war ein Machtsystem. Das ist aber immer untergegangen. Ja? Irgendwann mal gekommen, irgendwann mal geht's unter. Evolution zieht sich aber in die Zukunft. Evolution geht nie unter. Ja? Schafft immer nur Neues. Und das ist ja kein Glaube. Ich glaube ja nicht an die Evolution, sondern ich überlasse mich ihr. Fertig. Ja? Und Evolution ist keine Spekulation. Ja? Glaube, Religion, Gott, das ist spekulativ, Spekulation. Ich habe mit so wahnsinnig vielen religionssüchtigen Menschen gesprochen. Und wenn bei denen die Argumente und das, worum es ging, ausging, haben sie sich immer auf die Spekulation berufen. Ja? Auf das angeblich Unfassbare. Ja? Oder das Unbeschreibbare. Das gibt es in der Kunst gar nicht. In der Kunst ist alles beschreibbar. Ja? Es gibt in der Kunst nicht das Unfassbare, weil es fasst sich selbst an. Die Kunst fasst das an, was Zukunft ist und bereitet es uns vor, liebevollst. Ja? Das Unbegreifliche oder das Undurchdringliche, das Chaos, die Unordnung, das gibt es in der Kunst gar nicht. Das sind nur so religionssüchtige Bezeichnungen von irgendwelchen Ideologen, ja? Die sagen, wir müssten im Chaos leben oder in der Anarchie oder das sei Kunst oder das sei geil. Nein, die Anarchie, das ist religionssüchtiger Stoff. Ja? Das ist die Droge der Religionssüchtigen, Anarchie oder der Politiker. Die wollen alle Anarchismus. Ja? Sie wollen immer sagen, dass sie dann sich erhoben haben aus dem Anarchismus, weil sie die Einzigen seien, die uns dann retten könnten, aber wieder durch Anarchie, so wie wir es heute erleben, weltweit. Ja? Nur Kunst ist die totalste Ordnung. Wir verstehen die Ordnung oft nicht, weil wir sie nicht wahrnehmen können, aber sie ist trotzdem da, das ist entscheidend. Ja? Und warum wollen wir immer diese Ordnung stören? Also Jonathan Mese, M-E-E-S-E, hat die Ordnung der Diktatur der Kunst noch nie gestört. Also das würde ich mir nie erlauben. Nee. Weil dann geht's mir ja schlecht. Nee, und ich bin kein Zyniker. Ne? Kampf statt Glaube. Ja, Glaube, das ist so unpräzise, so spekulativ. Ja? Und du kannst dich all dem entziehen, was Zukunft ist, aber das ist eben zynisch. Du weißt ja schon, was das Paradies ist. Ja, du weißt auch, was die Vergangenheit ist. Aber darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass du als Lebewesen vitalisiert in die Zukunft kommst. Ja, und das kannst du nur, indem du eine Absage erteilst an Politik, Religion, Spiritualität, Esoterik und Ich-Versautheit. Ja, so ganz einfach. Eine Absage. Ja. Kunst ist der politikbefreite Raum. Ja, nochmal. Kunst ist der religionsbefreite Raum. Nochmal. Kunst ist der spiritualitätsbefreite Raum. Nochmal. Kunst ist der esoterikbefreite Raum. Nochmal. Kunst ist der Raum ohne Ich. Ohne Menschen-Ich. Wahnsinn, ne?
Und dieser Raum ist unendlich groß. Und wir bevölkern mit unserem mickrigen Ideologienstuss einen ganz kleinen Teil und versuchen immer, einen ideologischen Schmelz überall rüberzuziehen. Über Länder, über Wälder, über Berge. Wir reden von heiligen Bergen. Wie mickrig sind wir? Haben wir die Berge gefragt, ob sie selber heilig sind? Das sind Bezeichnungen, die sind so ekelerregend. Es gibt keine heilige Speise, es gibt keine heilige Kleidung, es gibt keine heiligen Menschen, es gibt gar nichts Heiliges. Ja, das sind Projektionen von Ideologen und Religionssüchtigen, ja, die Leute verunsichern wollen, die Niederknie erzeugen wollen. Nee, danke, das läuft hier alles nicht. Hier wird stramm gestanden, stramms stehen für die Diktatur der Kunst. Ja, Kunst entheiligt alles, damit wir wieder frei aufspielen können. Die Zukunft ist nichts Heiliges. Richard Wagner hat keine Heiligkeit produziert, sondern Zukunft. Schreibt es euch hinter die Ohren. Richard Wagner hat im Gesamtkunstwerk der Diktatur der Kunst KONST alles entheiligt. Das muss man erstmal bringen. Kommen wir auch weiter. Denn Gegenstände, also Sachen, haben keine Ideologie. Nur der erwachsene Mensch scheint leider ideologiefähig zu sein. Gegenstände, Tiere, Kinder, Babys und die Elemente sind ideologiefrei. Schlimm ist, dass erwachsene Menschen gerne sogar Gegenstände durchideologisieren und ideologisch missbrauchen wollen. Widerlich ist das. Ist es nicht schon schlimm genug, wenn Menschen religionssüchtig sind? Ist es nicht grausam genug, wenn Menschen die Zukunft religiös verhindern wollen? Warum wird die Welt noch in religiöse, politische, esoterische und spirituelle Zonen eingeteilt? Warum gibt es noch religionsbezeichnete Gebäude, Länder und Naturen? Warum bezeichnet der Ideologe sogar Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten ideologisch? Die Zukunft brüllt: Entideologisiert alles, dann ist Kunst. Ja. Klar. Viele sagen jetzt wieder, so ist die Welt nun mal. Dieses Argument, das könnt ihr im Klo runterspülen. Mit dieser Scheiße will ich nichts mehr zu tun haben. Dass irgendetwas immer so gemacht wurde, obwohl es falsch ist, bedeutet noch lange nicht, dass man es immer noch weitermacht. Weil das ist Zynismus. Nur weil ihr in euren bequemen Pupsesseln sitzt und meint, ihr habt politisch, religiös, spirituell, esoterisch und ich versauert ausgesorgt. Und ihr wollt euch nicht mehr bewegen, weil ihr es immer wieder gleich haben wollt. Ja? Aber wieso bietet man nicht seinen Kindern, den neuen Generationen, was Neues an? Weil es immer schon so war. Ja, das können wir uns nicht vorstellen. Nee. Konntet ihr euch Stalin vorstellen? Hitler? Konntet ihr euch Mao vorstellen? Mann, ey. Darum geht es nicht, was ihr euch vorstellen könnt, sondern das, was ihr zulasst. Lasst ihr endlich mal etwas anderes zu, was einfach geiler ist als das, was es schon gab. Politik ist nun mal ungeil. Es ist ungeil, irgendeinem nichtssagenden Typen zuzujubeln, der da vorne steht und irgendeinem Scheiß labert. Die sind alle gleich, ob Mann, ob Frau, die sind alle gleich, vollkommen identisch. Ich könnte hier alle Namen nennen, es gibt auch keine Ausnahme. Ja? Es gibt dann immer die Leute, die behaupten, ja, der Mese meint das gar nicht so, oder es gibt ja noch andere und es gibt auch den einen, der ist ein bisschen besser als der Neue. Nein, wir erleben gerade wieder die furchtbaren Zustände, dass irgendwelche Typen meinen, sie müssten es wieder politisch bringen. Oh Mann, nee, hört doch mal auf. Geht lieber mit euren Liebsten abends schön essen im kleinen Kreis. Erzählt euch nette Dinge, seid ideologiebefreit. Ja, seid glücklich, wenn eure Kinder in eine neue, schöne Zeit aufbrechen können, die ohne Ideologie, ohne Religion, ohne Spiritualität, ohne Politik, ohne Ich-Versautheit funktioniert und agiert. Mann, das ist doch nicht so wahnsinnig schwierig. Einfach mal zu sagen, nein, danke, ich mache nicht mehr mit. Ja, wie gesagt, immer das Argument, ja, wenn du aber nicht mitmachst, dann wird das Schlimmste an die Macht kommen. Nein, das Schlimmste ist schon an der Macht. Peil's doch mal! Ja?
frei. Zukunft ist keine politische Partei, es ist alles durchgespielt worden. Wir haben diese ganzen Typen gehabt, Caligula, Nero. Ja? Die haben wenigstens am Ende ihres Daseins noch erkannt, dass Kunst wichtiger ist als Politik, Religion, Spiritualität, Esoterik und Ich-Versautheit. Sie haben sich nämlich der Kunst überlassen. Sie haben alles ad absurdum geführt, alles am Ende. Sie haben auch den Preis dafür bezahlt, aber zumindest am Ende war der Losungsspruch Kunst. Ja, das haben sie geschnallt, wie Richard Wagner. Richard Wagner hat es auch geschnallt, dass die Kunst über allem steht. Kunst über alles in der Welt. Was anderes kann doch gar nicht funktionieren. Wir können auch Evolution sagen, kein Problem. Liebe können wir auch sagen. Kunst ist aber griffiger und noch weniger abgestanden. Das Wort Kunst kannst du auch so wunderbar in K-U-N-S-T aufteilen. Wie natürlich Liebe auch. Ja? Aber Liebe ist dann doch letztendlich zu unpräzise. Und Evolution bezeichnet ja nur den Zeitraum, der unendlich gedehnt ist. Kunst ist das, was in jeder Sekunde agiert. Das ist das Werkzeug. Das ist sozusagen das, was es treibt. Ja? Kunst ist der Treibstoff für alles. Und deshalb können wir auch die Kunst zur Führung machen. Nicht indem wir sie anbeten oder niederknien, sondern indem wir sie lieben und uns ansaugen lassen von ihr. Aber dann muss man alles andere beiseite schieben. So wahnsinnig schwer ist das nicht. Und nicht, nie wieder kommt ihr mit dem Argument, weil es schon immer so war, muss es immer so weitergehen. Nie wieder. Nie wieder. Nicht mit mir. Das könnt ihr mit euren mickrigen Kulturfunktionärsgesellen machen oder mit euren politikversauten Typen. Mit denen könnt ihr so diskutieren, jeden Abend aufs Neue. Jeden Tag könnt ihr das machen, aber nicht mit Mese. Dafür habe ich keine Zeit. Ja. Das Argument, weil es immer schon so war, muss es immer so sein. Nein, danke. Und noch ein schlimmeres Argument ist, der Mensch ist nun mal nicht so. So läuft's bei mir nicht. Warum sind denn Kinder dann ideologielos? Und wann kommt die Ideologie? Die ist nicht genetisch. Die Ideologie ist nicht genetisch. Und wenn sie es ist, dann müssen wir diesen Gencode brechen. So einfach ist das. Zu behaupten, dass Ideologie genetisch sei, das ist ja wohl das Letzte. Und wenn sie es ist, wird diese Genetik gebrochen. Sie wird einfach vernichtet, zerstört. Fertig ist die Laube. Dann müssen wir eben ein Mittel finden, um dieses Ideologen-Gen abzuschaffen. Wie auch immer. Durch Arznei, durch Spiel, durch Sport, durch Liebe, keine Ahnung. Aber zu behaupten, das Ideologische sei nun mal im Menschen verankert oder das Religiöse oder das Politische. Nein, das ist nicht verankert. Das wurde irgendwann mal hineingeentert von irgendwelchen ideologischen Ärzten, die einen damit versorgt haben. Jonathan Mese ist nun mal nicht ideologisch versaut worden. Er ist nicht demokratisch geimpft worden. Nee, ist er eben nicht. Komischerweise. Wenn du nicht glaubst, dann redest du von allen Wahnsinn. So muss es beginnen und trotzdem. Ja? Genetik. Ideologie. Genetisch. Ja. Kann man nicht anders. Ideologisch. Kann nicht anders, als links zu sein oder rechts. Ich bin links oder rechts. Ich bin linksradikal oder rechtsradikal. Ich bin katholisch, protestantisch. Ich bin nicht Wähler. Ich bin Atheist. Ich bin. Was? Ich bin links, hinten, rechts. Ich gehöre dieser Partei an, dieser Partei, jener Partei. Ich bete diesen Gott an, ich bete den Gott an, ich bete diesen, ich bete diesen Gott, Gott. Immer der gleiche Stuss, ey. Mann, ey, wie viele Jahrtausende will man diesen Stuss eigentlich noch durchziehen, ey? Wie viele Jahre noch? Alter, wir sind in Umbruchzeiten.
Ich bin links. Ich bin rechts. Ich will wählen diese Partei. Ich wähle Partei A, ich wähle Partei B, ich wähle Partei C, ich wähle Partei D, ich wähle Partei E, ich wähle Partei F, ich wähle Partei G, H, Z, E, S, S, E, B, B, D, na. Das ist doch alles Stoff, ey. Was labert ihr für ein Stoff? Mann, Mann, Mann. Lasst dieses Stammtischgesülze bei euch. Ja? Politische Stammtischgesülze. Dieses religionssüchtige Gefasel. Oh, keine Zeit mehr. Überhaupt keine Zeit mehr. Schönes Drogenquartett, ist doch immer gut. Oder das Tyrannenquartett. Oder das Diktatorenquartett. Das muss man alles bringen. Oder Ballettquartett oder Tierquartett. Das ist alles super. Stimulantien. Herrlich. Spielzeug. Alles ist Spielzeug geworden. Ja, das ist die Zukunft. Wenn all das hier Spielzeug geworden ist. Ja? Wenn man Politik spielt auf der Bühne, als irgend so ein vergangenes Mysterium. Ja, das ist doch alles super. Ja, wenn man Religion spielt, ist doch schön. Ist doch schön, den Vatikan zu haben ohne Menschen. Ist doch herrlich. Tolle Gebäude, wunderbar. Einiges ist Kunst, einiges nicht. Ist doch wunderbar. Ja, wenn diese Tempel entmenscht sind, wenn da kein Mensch mehr drin sitzt, dann sind diese Gebäude doch zu ertragen. Ja, die Gebäude können doch nichts dafür, dass da irgendwelche religionssüchtigen Typen drin waren. Ja, man muss das ja auch nicht alles abbauen. Ich meine, ich würde es vielleicht abbauen, liebevoll zu dahin bringen, wo das Zentrum dieser jeweiligen Religion dann auch war oder ist. Ich würde einfach den Boden wieder flach machen, glatt machen, ne? Also so wieder schön machen. Aber ich würde das alles liebevoll abtragen. Ja, alles nach Las Vegas oder keine Ahnung, in die Wüste. Überhaupt Landschaffungsmaßnahme, das ist ja was ganz Tolles. Ja, da stehe ich total drauf. Ne? Nicht? Warum man nicht wieder Länder schafft, nicht? Indem man auch nach oben oder nach unten baut. Ja? Zumindest für die, die so leben wollen. Ja? Man muss diese ganzen Türme ja wieder bauen für diese ganzen Religionssüchtigen. Ja? Aber das ist ihre Sache. Jetzt, 7.3.2016, Erzhauptquartier Berlin. Helfen. Wichtiges Wort. Ja, wird sehr missbraucht. Ne? Helfen. Was ist denn das? Was ist denn helfen? Hilfe ist nur ohne Ideologie voll Zukunft. Nochmal. Hilfe ist nur ohne Ideologie voll Zukunft. Helfen ist nur ohne Ideologie erträglich und wirksam zukünftig. Wer zukünftig helfen will oder zukünftig helfen muss, kennt keine Ideologie und hilft ohne Hintergedanken, ohne Falsch und ohne Zynismus. Der ideologische Helfer ist zukunftslos und abzulehnen. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn jemand Hilfe braucht, dann nimmt er auch die Hilfe des Ideologen in Anspruch. Das ist aber in sich schon zynisch. Ja, und wozu soll es führen? Es führt nur zur Gehirnwäsche. Ich lehne das komplett ab. Der ideologische Helfer ist zukunftslos. Natürliche Hilfe kommt von Herzen, nicht vom Ich. Natürliche Hilfe kommt von Herzen, nicht vom Ich. Ideologielos zu helfen ist Herzensangelegenheit, nicht ideologisches Kalkül. Heute im Jahr 2016 wird Hilfe zutiefst ideologisch aufgeladen und missbraucht. Pfui, schämt euch! Hilfe der Zukunft, also Zukunftshilfe, erfolgt aus freien Stücken ohne Ideologienbefehl. Wenn eine Ideologie befiehlt, dass geholfen werden soll, funktioniert das nicht und ist zukunftslos. Hilfe muss vom Herzen kommen. Vom Herzen. Nicht von einer Gemeinde oder Gesellschaft. Von Herzen. Ja, peilen die Leute nicht mehr. Sie peilen es nicht mehr. Ja, es gibt immer einen Hintergedanken. Immer der Hintergedanke. Der zählt plötzlich.
Nee. Hilfe für die Zukunft, Hilfe der Zukunft, ist immer ohne Ideologie. Also ohne Politik, ohne Religion, ohne Spiritualität, ohne Esoterik und ohne Ich-Versautheit. Also ich kann alle helfen, aber tut es ohne religiös zu sein, ohne politisch zu sein. Ohne spirituell zu sein, ohne esoterisch zu sein und ohne ich versaut zu sein. Das ist die Hilfe, die benötigt wird. Und keine andere. Auf Wiedersehen. Flucht. Das Wort Flucht. Was heißt das Wort Flucht? Hier ist ein Fluchtkanal. Ja? Das ist der Fluchtkanal. Von der mickrigen Realität da draußen fließt du in die Kunst. Das ist die Flucht der Zukunft. Die ist auch gestattet. Und die ist auch sehr gut. Flucht. Flucht hat ideologielos stattzufinden. Der Flüchtende flieht von ideologisch versauter Realität in ideologielose Sicherheit. Nochmal. Der Flüchtende flieht von ideologisch versauter Realität in ideologielose Sicherheit. Von einer ideologischen Realität in eine andere ideologische Realität zu flüchten oder flüchten zu müssen, ist Horror. Der Flüchtende möge in die Kunst flüchten, also in die Antirealität. Das Flüchtende hat sich auch selbst totals jeder Ideologie zu verweigern. Menschen der Zukunft müssen ohne Ideologie auftrumpfen und jede Ideologie von sich weisen. Die Kunst liebt nur Gegenwelt. Flucht in die Kunst ist totalst Notwendigkeit. Kunst kennt nur ideologiebefreite Flucht. Flucht, die eine Zukunft haben muss und kann, muss ideologielos sein. Und ein Flüchtender muss jede Ideologie verweigern. Grundvoraussetzung für Leben, die Grundvoraussetzung für Zukunft. Wenn ein Flüchtender noch ideologisch ist, flieht er nicht, sondern will etwas anderes. Das geht nicht. Das muss man sich hinter die Ohren schreiben. Der Flüchtende alle ideologischen Brücken hinter sich niederzureißen. Dann kann er liebevollst Ideologielosigkeit Kunst flüchten und aufgesaugt werden von der Zukunft. Alles andere ist Horror. Aber das kann man nur dann, wenn man jeder Politik, jeder Religion, jeder Esoterik, jeder Spiritualität und jeder Ich-Versautheit eine Absage erteilt. Ich bin dafür, dass die Wissenschaftler der Zukunft Scanner bauen, um festzustellen, ob Menschen noch eine ideologische Schreckensmacht in sich tragen. Ich bin davon überzeugt, dass das zwischenzeitlich notwendig ist, dass man diese Scanner braucht, um festzustellen, ob es noch eine Restideologie gibt. Weil die Restideologie ist Dreck. Die muss weg. Ja. Und ich bin für den Bau dieser Scanner. Also Geräte, die feststellen, ob es noch etwas Menschliches, nämlich nicht ideologisches in dir gibt, was stärker ist als alles andere, oder ob du schon ideologisch versaut bist. Je nachdem, wie hoch dieser Prozentsatz auch ist, das ist ja egal. Wenn du ideologisch versaut bist, bist du gefährlich für die Zukunft und letztendlich nicht zukunftsfähig. Ich würde mich sehr freuen. Ich möchte halt wissen, ob ein Mensch noch Widerstand in sich spürt, Gegenwehr hat, sich wehren kann gegen die Realität. Kann ein Mensch noch
gegen diese schreckliche ideologische Welt vorgehen? Hat ein Mensch noch so viel Mut, Tapferkeit, Liebe und Respekt, dass er ideologielos in die Zukunft gehen kann? Hat er das noch? Kann er das noch entwickeln? Kann er diese Restideologie vielleicht mal rausscheißen? Schafft er das noch? Geht das? Gibt es eine Tablette, die das vielleicht rauswirkt? Gibt es irgendein Bild, einen Film, den man gucken muss, um sich zu entideologisieren? Ich meine, ich gucke mir Clockwork Orange an und ich bin sofort entideologisiert, selbst wenn noch ein mickriges Reststück Ideologie drin wäre. Oder ich gucke mir Zardos an. Ich brauche mir nur Gespenster-Comics anzugucken und weiß, dass das alles, dass Ideologie scheiße ist. Ja? Oder irgendeine Kindersendung oder spiel doch mal wirklich ohne Ideologie Fußball. Ja? Ohne dass irgendjemand gewinnt. Außer das Spiel selber. Ja? Tanz doch Ballett für das Ballett und nicht für dich. Ja? Sieh von dir ab. Nicht? Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Pille, dass du von dir absehen kannst. Keine Ahnung. Ich fände es besser, wenn es ohne ginge. Ja? Aber vielleicht gibt es wenigstens mal eine Maschine, die das feststellen kann. Wo kommt diese Ideologie her? Wo ist sie angesiedelt? Wie könnte man sie beseitigen? Wie können wir sie flankieren? Wie können wir sie stoppen? So furchtbar, dass Ideologen ständig noch Macht ausüben wollen und müssen. Der Staat der Kunst. Der Staat der KUNST. Der Staat der Kunst ist Zukunft. Der Staat der Kunst garantiert nur Zukunft. Im Staat der KUNST verbietet sich jede Ideologie von selbst. Im Staat der Kunst ist Religiosität unbekannt. Der Staat der Kunst kennt keine Götter. Der Staat der Kunst ist ohne Partei. Der Staat der Kunst ist der Kein-Parteien-Staat. Der Staat der Zukunft verlangt radikalst Evolutionsgehorsam. Also sieh von dir ab, dann herrscht KUNST. Mese verlangt Liebe zur Kunst, fertig. Mese ist totals Realitätsverweigerer. Künstler fliehen immer vor der Realität. Mese vertraut keinem Politiker oder politischem System seine Zukunft an. Mese durchschaut Menschen der Realität nicht. Realitätsfanatiker sind Mese suspekt. Mese lässt sich von nichts und niemandem ideologisch repräsentieren. Mese geht nie ideologisch wählen. Politik ist Lieblosigkeit. Wie Religion Hochmut ist, schlimm. In der Kunst will man keine ideologische Mit- oder Selbstbestimmung. In Parteien bzw. in Parteiensystemen zu denken, ist ein ideologischer Akt und deshalb abzulehnen. Die Zukunft braucht keine Parteien. Die Zukunft ist der Kein-Parteien-Staat. Mese verlangt, lieber Politiker, dank endlich ab, bitte, 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 du hast keine Zukunft. Die Kunst wird alle Parteien überall hinausfegen. Das ist KUNST, also Diktatur der Kunst, also KUNST. Mese verbietet jede Übergriffigkeit. Mese lehnt übergriffige Menschen ab. Mese braucht keine Hilfestellungen. Mese ist totals liebevolles Kunst ausgelastet. Toll. Mese will von anstrengenden, übergriffigen, energieziehenden und neidischen Menschen gar nicht kontaktiert werden. Mese lehnt anbiederische, ideologische, zu viel fordernde und zu ich-vampiristische Menschen kategorisch ab. Mese will im Kunstdienst nicht gestört werden. Mese liebt nur Kunst, also lasst Mese, M-E-S-E, in Ruhe und Radikalität KUNST spielen. Fertig, basta. Mese ist komplett auf der Flucht vor jeder Realität. Aber er hat sein Zuhause auch gefunden. Nur er muss immer wieder fliehen. Immer wieder aufs Neue. Und das macht doch auch Spaß. Nur man darf nicht meinen, dass eine Flucht in eine Ideologie Zukunft hätte. Wer das glaubt und denkt und befeuert und befürwortet, ist ein mieser Zyniker und wird nur Horror produzieren. Und da bin ich nicht dabei. Auf Wiedersehen. Kunst ungleich Demokratie. Demokratisiert Mese bitte nicht an. Mese will in der Kunstausübung nicht
gestört werden. Demokratie ist überholt, wie jede andere ideologische Machtausübung. Wer die Kunst liebt, bedient keine Realitäten. Kunst entdemokratisiert alles. Rückzug ins Atelier, um auszuholen, ist die Devise. Mese geht nur von Kunst aus. Alles, was Ideologie ist, wird untergehen. Die Weltsekte der Diktatur der Demokratie ist die Lehre des optimiertesten Mittelmaßes. Mese ist voll Profi in der Kunst. Mese ist für Ideologenmüll nicht zuständig. Nein, da bin ich nicht für zuständig, für Ideologienstoß. Ideologienstoß ist immer von gestern. Kunst ist kein durchdemokratisierter Schleimscheißer. Kunst kennt keine Mehrheiten. Mese ist immer dienstbereit für die Kunst. Kunst ist immer die logischste, versachlichteste und evolutionärste Biografie. M-E-E-S-E. Mese lässt sich nicht durchdemokratisieren und auch nicht demokratisch durchoptimieren. Mese besitzt kein Helfersyndrom. Demokratie ist die Lehre des optimiertesten Mittelmaßes. Und zu behaupten, dass diese Lehre des optimiertesten Mittelmaßes das einzige ist, was funktioniert, das kann man doch nur noch als reinen Zynismus betrachten. Warum denkt man nicht über etwas Neues nach, was vielleicht angemessener ist, stärker ist, auch stärker für das Schwache oder schwächer für das Starke? Einfach irgendwas anderes. Wieso wird immer nur von dieser einen angeblichen Ultramöglichkeit gefaselt? Ja, alles wird heute demokratisch begründet. Aber Demokratie ist wie jede andere Ideologie falsch. Ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm zu sagen, dass Demokratie von gestern ist. Was ist daran schlimm? Ja, das heißt nur, dass irgendwas so kaputt ist, dass du es auch nicht mehr reparieren kannst. Es funktioniert nicht mehr. Was Neues muss her. Und das kann nur Kunst sein. Oder Liebe. Oder Evolution. Zumindest muss man von sich absehen. Ja? Und ideologische Macht darf man nicht mehr verteilen und auch nicht mehr wählen. Und man darf auch ideologische Macht nicht mehr annehmen. Ein Guru oder Politiker muss eben Nein sagen. Wählt mich bitte nicht. So muss es laufen, nicht anders. Und auch die Rechtsprechung der Zukunft muss auf Kunst basieren und nicht auf irgendwelchen Ideologien. Wir brauchen keine Parteiengesetzgebung mehr, wenn es keine Parteien mehr gibt. Warum sollte es irgendwie noch religionsbezogene Gesetze geben, wenn es gar keine Religion mehr gibt? Ja? Wenn es etwas nicht mehr gibt, braucht man das auch nicht mehr rechtlich abzusichern. Das ist doch ganz einfach. Ja? Natürlich muss man Dinge rechtlich absichern, aber Ideologie darf niemals rechtlich abgesichert werden. Nie. Niemals. Ja? Und wir leben leider noch in ideologieversauten Zeiten. Und selbst in Deutschland, in diesem Land, scheint Gott noch eine Rolle im Regierungssystem zu spielen. Nicht nur in den Parteien wird das Gotttum gefeiert, sondern auch in der Präambel, in der Vorpräambel. Ist der Verfassung. Ist das Wort Gott verankert. Also leben wir in einem Gottesstaat. Das muss man wissen. Ja, ob man das nur gut findet oder nicht, das ist die zweite Frage. Aber man muss es wissen. Ja? Und 0,01% Gott oder 100% Gott ist das Gleiche. Ja? Und wenn man sich eben Gott ausrichten muss, ja, dann ist man eben von gestern. Toll. Ja? Muss man doch zumindest mal in Zweifel ziehen, muss man doch zumindest mal in Frage stellen, muss man doch zumindest mal bezeichnen oder muss dahinter steigen, muss das nochmal unter die Lupe nehmen. Gesetze, die vor 50, 100 Jahren gemacht wurden, wieso sollen die denn heute noch gelten? Was ist denn das für ein Wahnsinn? Ja? Also wie kann man so denken? Wie kann man so handeln oder agieren? Ja? Ist ja toll, dass viele Leute das Wort Gott in der Präambel oder in der Verfassung gerne verankert sehen würden. Ja? Aber das ist doch ein Privatvergnügen. Ja? Also ich meine, ich verankere da ja auch nicht drin, dass ich gerne einen Lamborghini haben will. Ja? Das muss jeder mal selber sich hinter die Ohren schreiben, ob eine Unnotwendigkeit für alle in einem Gesetz verankert werden kann. Es wird natürlich immer behauptet, ohne Religion, ohne Politik kannst du nicht leben. Das stimmt aber nicht. Hier haben Sie das lebende Beispiel. Nee? Fragen Sie mal ein Kind, ob es Religion braucht. Oder Gott. Ja, oder eine politische Partei. Ne?
Oder ein Parteiengesetz. Wozu braucht man ein Parteiengesetz, wenn es keine mehr gibt? Ja? Nicht? Und wenn man nur einen Schritt weiter geht, in eine Herrschaftsform in die Zukunft, wo es keine Parteien, keine Religion, keine Spiritualität, Esoterik und Geschmacksfanatismen mehr gibt oder Neurosen dieser Art, ja, dann brauchen wir diese Gesetzgebung auch gar nicht mehr. Und das kann man doch jetzt schon vorbereiten. Das ist doch nicht so wahnsinnig schwierig. Ne? Und dass Gott in einem Gesetz steht, ja, also das muss man ja erstmal, das muss man ja erstmal verdauen. Also, auf der Theaterbühne, in der Oper, alles gerne. In der Kunst kann man alles machen. Aber nicht in der Realität. Kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein, dass man spekulative Gesetze befolgen muss. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unfassbar. Dass ich spekulative Geschmacksneurosen folgen soll. Ja? Ich meine, jede Partei ist gleich scheiße. Aber es gibt sogar Parteien, die haben noch religiöse Bezeichnungen in sich. Das ist ja wahnsinnig. Das ist ja unfassbar. Wie man sowas zulassen kann, das ist ja Wahnsinn. Gut, wird gewählt, ja. Ist aber von gestern. Toll. Super. Toll. Dass man dazu gezwungen wird, von gestern zu sein. Ja. Irgendwann ist man tatsächlich von gestern, dann ist man immer tot. Aber während des Lebens schon von gestern sein zu müssen oder irgendwelchen völlig unpräzisen Gesetzen gehorchen zu müssen, die überhaupt nur für irgendeine bestimmte Mehrheit oder Minderheit gemacht worden sind. Ja? Gesetze gelten entweder für alle gleich, weder für Minderheiten noch für Mehrheiten, sondern sie gelten, weil sie eben gelten, ja? Weil sie evolutionär sind. Ja? Jeder Mensch muss das Recht haben, atmen zu können. Das ist ein Grundrecht. Oder schlafen zu können, oder schwitzen zu können, oder spielen zu können. Das durchzieht nämlich tatsächlich jedes Leben. Ja? Außerdem ist es sehr fragwürdig, dass man eine menschenversaute Verfassung erschaffen hat. Wo sind die Tiere oder die Gegenstände geblieben? Wie ich versaut sind wir, dass wir uns zum Maß aller Dinge machen? Natürlich muss man etwas festlegen, wie wir gemeinschaftlich leben können, ohne uns auf die Füße zu treten. Aber das kann man doch durch die evolutionäre Gesetzgebung machen, indem man ganz präzise ideologielose Gesetze formulieren. Und daraufhin muss man die Verfassung Deutschlands überprüfen. Wie viele ideologieversaute Gesetze sind da noch drin? Wie viele religionssüchtige Gesetze sind da noch drin? Und wie kann man die abschaffen und wie kann man sie ersetzen durch etwas Geileres? Und das würde ich den Rechtssprechern und den Leuten doch bitte an die Hand geben, die Experten sind. Das kann ich ja nicht auch noch machen. Das können die Typen machen, die das dann professionell durchziehen müssen. Aber sie müssen erstmal erkennen, dass wir in einem Land leben, in dem noch religionssüchtige, ideologische, politische Gesetze herrschen. Kann doch nicht wahr sein. Ja. Zukunft formuliert ein anderes Gesetz, nämlich das Gesetz der Zukunft. Das ist total präzise und nicht politisch, nicht religiös, nicht esoterisch, nicht spirituell und nicht ich versaut. Der Mensch möge sich nicht mehr zum Maß aller Dinge machen. Es geht um Machtschenkung, Machtergreifung, Kunst. Kunst ist das Recht der Zukunft. Kunst ist das Rechtssystem der Zukunft. Und das Rechtssystem der Zukunft hat den Fixpunkt, Kunst zu haben. Und nicht irgendeine Ideologie oder eine politische Partei oder eine politische Richtung. Ende der Durchsage. KONST ist der Zukunftsstaat. KONST ist unwählbarste Macht Zukunft. Nochmal, KONST ist unwählbarste Macht Zukunft. Nochmal, KUNST ist unwählbarste Macht Zukunft. Nur Kunst führt uns in die Zukunft. Nur Kunst ist radikals Zukunft. Nur Kunst, also KUNST, garantiert Zukunftsland. KUNST ist der Zukunftsstaat, Erzland. KUNST ist der Zukunftsstaat, Erzland. KUNST ist der Zukunftsstaat, Erzland. Die Zukunft ist keine Parteienlandschaft. Die Zukunft braucht keine politischen Parteien. Die Zukunft basiert auf Evolutionsrecht.
Die Verfassung der Zukunft kennt keinen Gott. Die Verfassung der Zukunft verbietet jede Ideologie. Ideologische Rechtsprechungen gehören sich nicht. Ideologische Verfassungen haben keine Zukunft. Verfassungen, die sich auf Gott berufen, sind nur Spekulationsgeschäfte. Verfassungen, die den Menschen zum Maß aller Dinge machen, sind ich versaut. Die Verfassung der Zukunft heißt KUNST. Die Verfassung der Zukunft heißt KUNST. KUNST ist der Zukunftsstaat. Wieder. Viele werden jetzt sagen, das ist doch alles Unsinn, was der Mese da erzählt. Der Typ ist krank, der ist doof, der ist dumm, das ist alles primitiv. Das ist alles zu einfach. Wie soll denn Kunst an die Macht kommen? Wie soll denn das passieren? Indem du das andere, das was nicht Kunst ist, einfach nicht mehr zulässt. Dann ist Kunst an der Macht. Es ist ein Ausschlussverfahren. Ja? Erst musst du das kennzeichnen, was nicht zukunftsfähig ist. Das muss geächtet werden. Das muss man auch verachten. Ne? Das dauert mal länger, mal kürzer. Das, was nicht Kunst ist, muss aus dem Weg geräumt werden. Nicht durch mich, sondern durch Kunst. Die Evolution, die Zukunft wird das, was nicht Kunst ist, aus dem Weg räumen. Abschieben, wegschieben. Alles, was nicht Kunst ist, wird weggeschoben werden. Ja? Das ist nun mal das Ausschlussverfahren. Wer nicht hören will, muss fühlen. Man kann es sich ja auch überlegen und zu Hause sitzen und sagen, ja, was ist denn zukunftsfähig? Evolution, Kunst und Liebe, ja. Was ist denn übrig geblieben? Kunst, Evolution, Liebe. Was ist nicht übrig geblieben? Politik, Religion, Spiritualität, Esoterik. Das wird immer wieder aufgekocht, aufgewärmt. Ja gut, es wird nur immer lauer, immer schwächer. Die letzten Zuckungen. Da wird immer so groß gelabert, dass wir gerade wieder in hohen religiösen Zeiten leben würden. Pustekuchen, stimmt gar nicht. Das sind nur letzte Zuckungen. Ja? Es geht darum, endlich mal was anderes liebevolles willkommen zu heißen, nämlich die Diktatur der Kunst, die Kunst, die KUNST. Ihr könnt sie auch gerne anders bezeichnen. Ja? Nur wir brauchen keine scheinheiligen Sesselfurzer mehr, die in irgendwelchen miesen politischen Parlamenten rumgammeln. Solche Typen werden nicht mehr benötigt. Ihr sollt einfach nur gehorchen der Diktatur der Kunst, versachlichteste Führung. Marschiert stramm stehend. Ja? Und zwar in totaler Ordnung, das ist Kunst. Nach vorne marschieren, reißt alle ideologischen Brücken ab. Alles, alles, was nur ansatzweise ideologisch ist, gehört sich nicht. Ja. Und ihr könnt die Mese ablehnen, wie ihr wollt. Nur Mese zeigt das auf, was Sache sein wird. Auch unabhängig von dem, was ich sage. Die Zukunft wird keine politische Partei sein. Genauso wenig wie der Kosmos, das Universum, eine politische Partei ist. Das Universum ist auch nicht Gott und auch nicht Gott gegeben. Ja? Sondern es ist ein evolutionärer Prozess, der die Zukunft will. Und es gibt Dinge, die sich der Zukunft in den Weg stellen und deshalb auch vergehen. Ja? Hochkulturen, Kulturen sind alle vergangen. Weil sie nicht überlebensfähig waren, weil sie hochmütig waren, weil sie ideologisch waren. Kunst ist eben nicht ideologisch und überlebt immer. Ja, das Leben der Tiere, wie sie agieren, wie sie leben, das ist Kunst. Weil sie sich nicht durchideologisieren lassen. Ja. In der Tierwelt siegt nicht das Stärkste, sondern das Geeignetste. Das Geeignetste kann ganz schwach sein, es kann ganz stark sein. Das ist egal, körperlich, geistig, wie auch immer. Es ist nicht das Stärkste, sondern das Geeignetste. Und das wird auch bei uns so sein und überall. Nur wir dürfen uns nicht zum Maß aller Dinge machen. Und das Geeignetste für die Zukunft ist das, was keine Ideologie hat. Weil das ist Zukunft, die Ideologielosigkeit. Und warum sollte man immer, immer, immer wieder Menschen zuhören und ihnen folgen, die ideologisch sind? Warum soll ich ideologieversauten Sesselfurzern oder irgendwelchen religionssüchtigen Leuten folgen? Wozu? Ich folge doch nur diesen Leuten in die Vergangenheit. In irgendwas, was es schon gab. Ja? Und wir müssen doch mal das Neue willkommen heißen. Und das ist nun mal ideologielos. Und das Ideologielose ist Kunst. Ja? Viele mögen das Wort Kunst wahrscheinlich nicht. Ist in Ordnung. Nennen wir es Ideologielosigkeit. Oder einfach nur Zukunft. Wir nennen es einfach nur Zukunft.
Wollt ihr in die Zukunft, ja oder nein? Ja, klar wird es Menschen geben, die wollen die Zukunft gar nicht, das sind aber Zyniker. Aber diese Zyniker, die die Zukunft nicht wollen, dürfen doch nicht die Leute behindern, die die Zukunft wollen. Weil die Zukunft, die ist garantiert. Ja? Und mir die Zukunft nehmen zu wollen, durch politische Parteiengebung, durch Parlamentarismus, durch irgendwelche Ideologien wie Demokratie, also mir die Zukunft nehmen zu wollen, durch Religionssucht, mich zum Atheisten machen zu wollen oder zum Religionssüchtigen, mich impfen zu wollen, demokratisch oder kommunistisch oder links oder rechts. Wie geht das? Ich verweigere mich diesem ganzen Scheiß. Ich spiele lieber Tyrannenquartett. Ja, ich spiele lieber mein Leben lang Tyrannenquartett oder gucke mir zum 130. Mal Clockwork Orange an oder zum 200. Mal Zardos. Ja, immer das Gleiche. Die ewige Wiederkehr des Gleichen. Das ist Leben und das ist Kunst. Ja, immer atmen, immer zu Bett gehen, aufstehen, aufwachen, frühstücken. Immer das Gleiche machen. Ja, und dann wird immer gesagt, das sei ja redundant. Oder das ist ja, nein. Die ständige Wiederholung des Notwendigsten, das ist Kunst. Das, was notwendig ist, das muss wiederholt werden, damit die Zukunft kommen kann. Ja? Nur das Unnotwendige darf nicht wiederholt werden. Also Religion, Politik, das ist nicht notwendig. Es wird einem vorgegaukelt, das sei das notwendig oder wichtig. Es mag für den einen oder anderen auch wichtig sein, aber er darf es nie hochstilisieren. Das ist alles Privatvergnügen. Ja? Privatvergnügen kann ich niemals zum Gesetz für andere erheben. Das ist undenkbar. Religion, Politik, Esoterik, Spiritualität, Ich-Versautheit ist Privatvergnügen. Fertig. Ist nicht hochrechenbar, hat evolutionär keinen Wert. Die Evolution ist nicht politisch, nicht religiös, nicht spirituell, nicht esoterisch und nicht Ich-Versaut. Die Evolution geht voran und sie zieht dich mit in ihrem Windschatten. Wenn du gehorchst, wenn du der Diktatur der Kunst gehorchst, also der Kunst, der KONST, kannst du auch Liebe nennen oder Evolution. Oder nenn es Zukunft. Gibt noch andere Begriffe, wie man es nennen kann. Aber Zukunft. Keine Politik, keine Religion, keine Esoterik, keine Spiritualität und keine Ich-Versautheit. Also gar keine Ideologie über Zukunft haben. Und deshalb darf ich mich gar nicht irgendeiner Ideologie ausliefern. Oder sie befürworten oder befeuern. Wenn man das tut, ist man zynisch und verhindert nicht nur seine eigene Zukunft, sondern auch die Zukunft von anderen und vor allen Dingen die Zukunft von den Kindern und von dem, was kommt. Wie mickrig ist das? Die Zukunft sogar für seine Kinder zu verbauen, indem man Ideologie versaut, sie Ideologie lehrt. Oder religionssüchtige Menschen, die ihre Kinder durchreligiosieren. Boah, das kann doch nicht gut gehen. Das Kunstbeste ist, der Evolution und der Zukunft zu dienen, indem man sie sich an sich abspielen lässt. Indem man die Zukunft willkommen heißt und sagt, ich bin bereit für das Neue. Ich lasse das Neue kommen, das heißt KONST. Und die KONST ist die versachlichteste Führung. Ich wähle sie nicht. Sie spielt sich an mir ab, die Diktatur der Kunst. Ich muss nicht beten, ich muss nur spielen und die Zukunft kommen lassen. Und ich muss bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen. Ja? Sag doch einfach nur liebevoll Nein zu allem, was nicht Kunst ist. Dann bist du in der Zukunft. Sag einfach liebevoll Nein. Ja? Sag, nein, ich mache nicht mit. Ich mache hier bei dem politischen Zeug nicht mit. Ich mache bei dem religiösen Zeug nicht mit. Ja? Man kann das ja höflich machen. Man kann es liebevoll machen. Nein, liebevoll, ich mache bei der Real-Esoterik nicht mit. Ich mache bei der Real-Spiritualität nicht mit. Ich nehme das vielleicht und tue das auf die Bühne, Gesamtkunstwerk Richard Wagner. Ich benutze diese ganzen Dinge, um zu zeigen, wie scheiße sie sind oder wie sinnlos oder wie zukunftslos sie sind. Ja? Dafür ist das Zeug doch da, es zu benutzen. Benutzt diese ideologischen Dinge und entideologisiert sie dadurch, dass ihr sie benutzt. Aber bitte nur in der Kunst, niemals als Realpolitik. Ja. Kunst ist die Führung. Kunst ist der Chef. Kunst ist die totale Macht. Machtergreifung Kunst, KONST.
dient der Kunst und schaut in den Tyrannenspiegel. Schaut in den Tyrannenspiegel. Schaut hinein, rein, raus, spielen. Der Tyrannenspiegel. Ja. Baut euch den Tyrannenspiegel. Dann könnt ihr an ihm vorbeischauen. Das ist Kunst.